Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Freitagsausgabe Let's Play L17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map 2.0 ohne Gräben. Wir sind dabei unter anderem Silageballen zu pressen auf Feld 11 und auf Feld 16, also Grasfeld 11 und Grasfeld 16. Das läuft ja mehr oder weniger autark. Und wir sind auch dabei, hier unsere Kraftfutterproduktion beim Rinderhof mal eben noch mit Silageballen zu versorgen. Grasballen haben wir in der letzten Folge hingefahren und haben dann auch schon angefangen, Silageballen hinzutransportieren. Und jetzt bringen wir den Rest dahin, was wir alles noch so brauchen, damit die Produktion läuft. Und Stroh können wir dann auch gleich noch hinbringen. Wahrscheinlich ist er schon voll hier. Ich gehe mal gucken. Och nö. Also eine Ladung Silage müsste das noch vertragen. Gucken wir mal, ob das denn passt. Und dann kommt Stroh dran. Oh. Wie viel Stroh ist da drin? 187.000. Ja, wo sind hier noch überall Ballen hingeflogen? Wo finden wir irgendwann nochmal einen verirrten Ballen? Mal gucken. Jetzt bringen wir nochmal mindestens zwei Ladungen, wenn nicht sogar drei Ladungen Stroh dahin. Damit die Produktion dann auch wirklich vernünftig funktioniert. Und dann müssen wir hier auch tatsächlich schon fast wieder Stroh einlagern. Sind noch 160 Ballen, da glaube ich, drin. Das ist nicht mehr so alle Welt. Oder ich muss einfach mal umlagern. Ich habe ja noch ein andere Ballen, meine anderen Ballenlager, die ja recht voll sind. Und da muss ich einfach mal große Transporte hierher fertig machen. Bin ich schon wieder seit 5 Minuten hier im Kreis fahren, ne? Unglaublich. Unglaublich.
450.000. Ach komm. Ich bringe jetzt die beiden, die da liegen, bringe ich noch hierher. Oder die vier. Und dann war's das. Dann war's das. Dann machen wir was anderes. So. Das muss dann auch reichen. Sollen wir dann noch eben abwarten? Wo wir uns hier vom Acker machen. Eben die beiden Ballen einsammeln. Leer machen und wieder direkt hier hinterher. Kommt der eine noch und dann mache ich den leer, hänge den wieder dahinter. Und wenn das fertig ist, dann kümmern wir uns ums andere Feld. Ums Grasfeld 11. Das ging doch jetzt schnell und schmerzlos. Also nur noch eben hier die Ballen schon mal aufsammeln. Und schon läuft das hier. Dann haben wir hier. Einsteigen und können los. Können weg hier. Wir fahren jetzt zum Händler und holen noch einen Anhänger. Ganz einfach. Ab geht's.
So, hier steht zwar noch nichts beim Händler, aber gleich steht da was beim Händler. Fahren wir außen rum, machen wir es vernünftig. War doch auf. Ne, war nicht auf. Jetzt ist. Oha! Ein Bild! Was für ein Bild! Bild für die Götter. Ups, Eier, Eier, Eier. Und jetzt zeichnen wir noch mal eben einen Kurs auf. Jetzt muss mal eben mich orientieren, wie ich denn am besten fahre. Ja, ihr hört's. Die Folge ist vorbei. Ich fahre den Kurs aber noch zu Ende ein. Oder zumindest bis zum Ballenlager beim Schafstall. Und ich bedanke mich für euch erstmal schon mal fürs Zuschauen und für eure Treue. Ja. Morgen ist. Ist morgen schon Samstag? Warte mal. Ja, heute ist Freitag, ne? Dann ist morgen Samstag. Heute Abend Livestream, morgen Abend zwei Ausgaben plus um 12 Uhr eine Ausgabe Let's Fly.
Explain 11 und morgen Abend auch Livestream. Und ja, warum mache ich das hier? Ich werde gleich noch so ein Gespann kaufen und werde das dann, werde ich die dann alternierend sozusagen einsetzen, sodass einer immer sammelt und einer auf dem Weg hierher ist. Hier setze ich eine Parkposition. Und dann kann ich nämlich aussuchen. Hier halte ich das mal an. So. Jetzt fahre ich noch eben hier rein. Lade die hier ab. Die sind jetzt verschwunden. Wieso sind die verschwunden? Wieso sind meine Ballen verschwunden? Dieses Scheißproblem hatte ich doch schon mal. Oh, ich drehe durch. Ach nee, ich hab ja... Völliger Quatsch, ich habe ja Silageballen eingesammelt, nicht Grasballen. 130 Ballen, ja. Okay. Ja, ihr merkt, ich bin durcheinander. Ich verabschiede mich bei euch und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Ciao!